Ja, wir könnten erstmal zurück zu Diva gehen. Um herauszufinden, dass sie noch alle am Leben sind. Still waiting on Sparfell, which means he's ignored me again. If I'd known he wanted to slow us down, I'd have just tied him to the back of the wagon and dragged him. Ich warte immer noch auf Sparfell. Was bedeutet, dass er meine Anweisung wieder ignoriert hat? Und Dima schüttelte den Kopf. Hätte ich gewusst, dass er uns nur aufhält, hätte ich ihn einfach hinten an einem Wagen gebunden und mitgeschleift. I'm sorry, you want your water, you better go find him. He's got all the skins. Tut mir leid, wenn du Wasser willst, gehst du ihn wohl besser suchen. Er hat alle Wasserschläuche. Shit, come on, let's go look for him. Scheiße, komm, lass uns nach ihm suchen. Ja. Gut, das heißt, den Bereich haben wir abgedeckt. Es fehlt nur noch dieser untere Bereich. Da wäre die Brücke übrigens. Und immer schön gucken, ob wir was sehen. Außer dem Räder. Vielleicht Reisende oder Plünderer oder Banditen, wie man es auch nimmt, ein schlechtes Zeichen. Ja. Die Leiche ist kalt und sondert einen beißenden Geruch der Fäulnis ab. Ein dunkler, verkrusteter Blutfleck prangt auf der einfachen Leinenkleidung. Was ist mit dir? Was hast du? Du hättest einen Dietrich und eine Lederrüstung, die wir bei späterer Gelegenheit dann verkaufen können. What a surprise. Sparfle went hunting. At least you left the water skins. Come on. Ja, jetzt ist auch hier eine, liegt hier eine Laterne rum. Also Sparfle zündet hier die Laterne am Weg an. Die da oben. Und die hier. Und die andere hat er hier liegen gelassen. Und ja, Kalisha sagt, was für eine Überraschung. Sparfle ist zur Jagd gegangen. Wenigstens hat er die Wasserschläuche hier gelassen. Komm schon. This is recent. Not good. Das ist frisch, nicht gut, aber beim Lagerfeuer steht die Fußspuren um das Lagerfeuer herum sind undeutlich. Sie könnten schon mehrere Tage alt sein oder noch älter. Also doch nicht so frisch. Weil Kalisha halt sagt, die sind frisch und das ist nicht gut. Aber so frisch scheinen sie doch nicht zu sein. So, ein bisschen Dürrwurz, das ist noch ein Pilz für uns. So, das heißt, außer den Wasserschläuchen hier oben bleibt nicht viel. Du kaufst am Fluss und tauchst deinen Wasserschlauch in das kühle Wasser, während Kalisa in der Nähe wartet und Wache hält. Als du aufstehst, bemerkst du, wie sie ihren Blick scharf zur Baumlinie hochreißt. Aus den Bäumen tritt Sparfle hervor. Lassen wir ihn erstmal schnaufen. Aus einem der Bäume trifft Sparfle hervor, einer der Speer. Im dämmerigen Mondlicht ist er kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr mit seinem Bogen bewaffnet und sein Gang hat etwas Merkwürdiges an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dich zu, sondern schwer atmet und verkrampft taumelnd. Sparfle, are you all right? Kalisa runzelt die Stirn. Sparfle, bist du in Ordnung? Sparfle bleibt mit der Fußspitze an einem Fels hängen, worauf er vornüber zusammenbricht. Zwischen seinen Schutterblättern ragt ein gefiederter Pfeilschaft wie eine feindliche Fahne heraus. Ambush! Ja. Den vorderen kümmere ich mich, um den hinteren kümmert Kalisha sich. Ach ja, habe ich schon erwähnt, was sie neu hinzugefügt haben, durch die Fähigkeit Athletik, haben wir hier die Fähigkeit Reserve anzapfen bekommen. Damit können wir einmal pro Kampf Ausdauer heilen, wenn es nötig ist.
I'm here. So, das erste Mal umschmeißen hat wohl nicht ganz funktioniert. So. Wer kriegt seinen schneller Tod? So. Nummer 2 ist auch tot. Ja, komm schon, wir müssen zum Lager zurück. Sammeln aber erstmal das Zeug auf, was die dabei haben. Vor allem den Jagdbogen, den könnten wir nachher gleich noch gebrauchen. So, was haben wir da? Ach so, seltsame Krankheit. Minus 3 Konzentration, minus 3 Tapferkeit. Das wirkt ja noch auf uns. So, das sind schon ein paar mehr von den Jungs. So. Töten wir mal erst die Nahkämpfer. Dann den Fernkämpfer hier. Felicia könnte ihn theoretisch umwerfen, das wird aber nicht nötig sein. So, Kupferstück. Diese Dürrwaldwährung ist massenhaft in Umlauf, kommt bei Alltagsgeschäften zum Einsatz und stellt die Grundlage für die meisten Transaktionen dar. Ja, das Geld. Das werde ich ein bisschen mal vorlesen, wenn ich auf Neues stoßen sollte. So, wie der Kupfer erwählt, weil es ist interessant, dass sie sehr viele verschiedene Währungen in das Spiel eingebaut haben, dass sie sich wirklich so Gedanken drum gemacht haben. Lafantal benutzen diese relativ große, grobe Kupfermünze, die sie Ailt nennen. Knoten. Also Knoten nennen. Letztere sind aufgrund ihres großen Kupfergehalts mehr wert als ein Dürrwaldpanther, also als ein Kupferpant. I'm here. Wird natürlich in unserem Inventar dann halt alles in Kupferstücke umgerechnet. Ja, wir sind im Lager zurück. Überall um dich herum liegen die massakrierten Überreste der anderen Reisenden verstreut. Ausgesteckt mit aufgerissenen Augen und schmutzig liegen sie gespickt mit Pfeil- und Messerstichen auf dem blutgetränkten Boden. Kalisha führt den Handrücken ihrer linken Hand zum Mund, als ob sie die Schrecken wie giftigen Dampf abhalten wollte. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfen steigen. Ist nochmal. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfen steigend ihre Äxte aus Körpern reißen. Also sie steigen auf Rücken, Gliedmaßen und Köpfe, um ihre Äxte rauszureißen. Als ob sie in zwei gespaltene Holzklötze wären. Sie bereiten sich darauf vor, euch dem ausgedehnten Haufen unter ihren Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen baumlang, kräftig, mit einem stattlichen verknoteten Bart ausgestattet, hält einen Mann, den du als Theodan erkennst, den letzten Überlebenden deiner Karawane, eine blutige Klinge an den Hals. Leg deine Waffen nieder, Eindringling. Verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. Warum habt ihr das getan? Ihr seid in Orte eingedrungen, derer kein sterblicher Mann wert ist. Eindringlinge und Plünderer seid ihr samt und sonders, und diesen Frevel werden wir rächen. Also ich sage es doch mal, legt deine Waffen nieder. Vertraue ihnen nicht, sie wollen uns alle töten. Ja, wir tragen hier keine Schuld. Willst du einfach nicht zur Vernunft kommen? Wir wissen, dass jemand die Ruinen betreten hat. Wir haben die Fußabdrücke gesehen und die Echos gehört. Dafür müsst ihr jetzt vor den Göttern Rechenschaft anlegen. Nur ein Narr greift einen schwächeren Feind an, während ein stärkerer doch steht. Mach schon, bring ihn schon um, tu es. Auf den Mann zustürzen, bevor er reagieren kann. Der Tierzahn um deinen Hals, der
der Tierzangenkette, um deinen Hals nachzuschließen, seid ihr Anhänger Galloways. Würdet ihr aufhören, die Ruinen zu beschützen, wenn Galloway es euch befehlen würde? Diesen Text hier, den kenne ich nur von Paladin übrigens. Also als ich mal probeweise mit Paladin angefangen habe, ist mir der schon aufgefallen und bei keinem anderen Charakter. Deswegen spielen wir den mal aus. Der Mann runzelt die Stirn und tut so, als würde er mit seiner Axt ausziehen. Hier und dann zuckt zusammen, allein der Schlag bleibt aus. Stattdessen legt der Mann interessiert seinen Kopf zur Seite. Natürlich, aber das würde er nicht, denn wir kämpfen im Auftrag aller Götter. Woher weißt du das? Weil er sich mit ihren Überzeugungen, deckt? Oder weil es das ist, was man dir gesagt hat? Der Mann starrt dich zornig an. Mein Volk hat das schon immer Ich verstehe, und welches von Galloways Edikten besagt, dass Schwäche und Alter durch Jugend und Stärke ersetzt werden muss? Weißt du wirklich, dass Galloway es befürworten würde, dass ein paar modrige, zerbröselte Steine die Zeit überdauern, nachdem ihre Erbauer längst zu Staub zerfallen sind? Die Nasenflügel des Mannes blieben sich auf, als er zu schimpfen beginnt. Das würde er nie, das hätte er uns gesagt. Das hat er bestimmt, nur dir persönlich nicht. Aber warum sollte dich das davon abhalten, um Entschuldigung zu bringen? Der Mann ist so abgelenkt, dass er den Griff um seine Axt lockert und sie fallen lässt, was hier und da den Augenblick verschafft, sich vor dem zu spät kommenden Schlag wegzuducken. Vor Wut aufheulen, stürmt der Mann stattdessen auf dich zu. Ja, so konnten wir hier und da retten. So, jetzt wechsle ich mal schnell die Waffe. Weil wir brauchen gleich eine Fernkampfwaffe. Des Aufstehens nicht mehr fähig, liegt ein Pfeil vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchendem, unbeständigen Atemzügen. Er schaut nicht dich an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns. Angesichts seiner erstickenden Seufzer kaum hörbar wirbelt ein flüsternder Windstoß die Luft auf. Und die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut, gut, die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin bereit. Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, wobei er explosiv und mit voller Wucht Wurzeln aus der Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er dir langsam unter die Haut fährt und bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt. Und wo der Wind durchbricht, fühlt es sich an, als ob es dich von innen zerreißen würde. Im Innen des heutigen Mahlschrums bewegt sich Undema, der mit Schnittwunden über Brust und Bauch sitzend an ein Wagenrad lehnt. Mit kaum geöffneten Augen und unter großen Mühen hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Get inside! Run! Schnell hinein, renn! Ja. Da kommt nämlich der Beowick, der den Leuten die Seelen rausreißt. Und sie zum Rad schickt. Du stemmst dich gegen einen Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht und kreist dich in den Furchen eines verwitterten Felsen fest. Dann beginnst du dich den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit deinem letzten Energieschub über den Felsvorsprung. Heodan ist aufgrund seiner Verletzungen und seines anfälligen Zögers zurückgefallen. Als er sich der Felswand nähert, stürzt sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, und stürzt mit ihm auf den felsigen Boden. Jordan versucht, seinen erschöpften Angreifer abzuschütteln und schlägt nach ihm, kann ab dessen Umklammerung aber nicht brechen. Sie sind ganz in deiner Nähe. Von deiner Position aus könntest du dein Ziel mit großer Wahrscheinlichkeit treffen. Ja, auf den Angreifer feuern. Du ziehst genau, triffst und befreist damit Jordan. Jordan kommt torkelnd auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er aber schon fast oben angelangt ist, bläst ihn eine Windböe zur Seite und reißt eine seiner Hände hoch. Aber indem du dich auf den kalten Fels hechtest, bekommst du sie zu fassen. Du schnappst dir seine andere Hand und ziehst mit schwindender Stärke an und du hast das Gefühl, als würden dir beide Arme aus den Schultergelenken gerissen.
Sie hatten gerade genug, dass Hero dann wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erhebenden Vorsprung stellt. Im stärker werdenden Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, als ob sie das Mark aus seinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und das Gleichgewicht und Gleichgewichte aufhebt. Als du unter den alten Turmbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter sein eigenes Gewicht einzustürzen.